Hallo miteinander und herzlich willkommen. Hier möchte ich euch erklären und sagen, warum ich überhaupt einen Kanal zu diesen Themen Meditation, Chanten, Selbstheilung und mehr mache, warum mich dieses Thema interessiert und wie ich dazu gekommen bin. Ich war vor 4 Jahren schwer krank, könnte man sagen. Ich war schwerst depressiv, mein Körpergewicht war noch 30 Kilogramm. Und niemand mehr wusste mir zu helfen. Keine Ärzte konnten mir mehr helfen, keine Psychiater konnten helfen. Und ich habe eigentlich aufgegeben. Ich kannte zu dieser Zeit auch einige anderen in den Kliniken, denen es ähnlich ging. Viel von ihnen gibt es bis heute noch so. Und ich habe dann ein Buch bekommen, das hieß Heilen mit Zahlen. In diesem Buch waren viele Heilzahlen drin. Ich hatte zuvor noch nie so zu tun mit Heilzahlen, aber da habe ich eine gesehen, die hieß 3396815 und es hieß, es ist eine universelle Heilzahl. Ich hatte nichts zu verlieren, dann habe ich die angewendet. Es hieß, man solle 4 Kräfte anwenden, Körperhaltung, dann Hallo sagen zur Zahl, liebe Zahl 3396815, bitte helfe mir, mein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen zu heilen. Danke, habe ich gemacht und dann goldenes Licht visualisieren und dann die Zahl wiederholen, so oft es geht. Ich habe dann das gemacht, 3396815 auf Chinesisch, San San Julio Bayawu, San San Julio Bayawu, San San Julio Bayawu, San San Julio Bayawu, nonstop. Ich habe für 3-4 Wochen nonstop gesungen. Und nach jede Woche ging mein Körpergewicht wieder 10 Kilogramm hoch und nach etwa einem Monat war ich wieder bei 60, 70 Kilogramm. So wie immer. Und mein Geist wurde wieder klar, die Depression ging weg und ich konnte aus der Klinik gehen, aus dem Spital und konnte wieder mein Leben leben, konnte meinen Zivildienst beenden und hatte wieder einen klaren Plan, eine Vision vor mir. In der Zwischenzeit habe ich einige Ausbildungen gemacht, welche in diese Richtung gehen. Ich habe dann natürlich geguckt, woher kommt diese Heilzahl? Und kam dann auf einen chinesischen Lehrer, Doktor und Meister. Und habe seitdem vieles gelernt, was Selbstheilung anbelangt, was Meditation, was das die Kraft des Chantens, was ist Seele, Geist, Körper, 4-Kraft-Technik, der Sinn des Lebens ist es, andere glücklich und gesünder zu machen und mehr. Mein Lieblingsgebiet ist eigentlich die Tao-Kalligraphie. Das ist eine Tao-Kalligraphie. Da-Ai, größte Liebe. Zum Beispiel, wenn man seine Meditation macht, oder chantet, kann man gleichzeitig die Kalligraphie-Kraft nutzen und die Kalligraphie nachfahren. Ich werde sicher in anderen Videos noch mehr dazu sagen. Und ja, so sieht es eigentlich aus. Deshalb bin ich so interessiert und erpicht darauf, diese Selbstheilungstechniken weiterzugeben, jetzt auf dem Weg des YouTubes, dass wenn jemand ein Leiden hat, oh, ich habe Leberproblem und man gibt ein, wie kann ich meine Leber selbst heilen, dass dann ein Video kommt, wo ich halt zeige, wie das mit der Kraft der Seele und der Kraft der Kalligraphie und mehr der Kraft der Liebe sehr möglich ist. So viel, soweit zu mir und ich hoffe, ihr freut euch an den Videos und an den Informationen und mehr. Alles Liebe und bis bald, euer Oliver.